Ah, das kann ich nicht zeigen. Das kann ich nicht zeigen. Hallo Glamour, ich bin Nina Chuba und wir spielen jetzt Last Thing on My Phone. Wie findet man das raus? Den letzten Song, den ich gehört habe, wie kann man das... Ach so, hier steht das drauf. Calm Down von Rema. Tatsächlich auch einer meiner Lieblingssongs in diesem ganzen Jahr. Ich höre den immer, wenn es mir schlecht geht. Höre ich den, dann geht es mir wieder besser. Das funktioniert sehr gut bei dem Song. Ja, also einmal das Herz, das rote Herz. Es ist der Umarmende, den benutze ich eigentlich immer. Es ist der Lachende mit den Tränen. Ich dachte immer, das wären kleine Ärmchen, die so machen. Aber es sind ja seine Tränen. Und einmal diesen mit den Herzaugen. Also ich habe sehr positive Emojis, weil ich natürlich auch nur mit Menschen schreibe, die ich gern habe. Also technische Sachen finde ich irgendwie immer richtig uninteressant. Hier sowas, was haben wir denn hier? Einen Schlitten habe ich jetzt auch noch nicht benutzt. Und dann hier so alle Autoarten. Nee, uninteressant. Finde ich auch nicht visuell schön. So eine Ampel habe ich auch noch nicht benutzt. Es gibt sehr viel. Kann mich noch wirklich austoben im Bereich der Emojis. Mein letzter TikTok-Post ist der nicht der Out-Now-Teaser, sondern der Teaser generell von dem Musikvideo. Und ich bin sehr stolz auf das Video. Es ist sehr toll geworden. Die Songs gefallen mir einfach unfassbar gut. Es sind zwei meiner Lieblingssongs auf meinem Album. Und das Video ist ultra künstlerisch und ich habe so viel gefroren bei dem Dreh, aber es hat sich so gelohnt. Es gibt Szenen, wo ich im LKW stehe, wo ich auf einer Eisbahn mit so einer Eismaschine so über die Bahn fahre, wo Eiskunstläuferinnen so um mich rum performen und so. Es ist einfach ein krass qualitativ hochwertiges Video geworden. Der Zusammenhang mit Musik und TikTok ist, glaube ich, einfach, dass ich meine Musik über TikTok gut promoten kann. Also ich mache TikTok eigentlich nicht, um meine Musik zu promoten, sondern weil es mir Spaß macht und weil ich gemerkt habe, dass es irgendwie lustig ist, wenn man immer wieder merkt, dass Menschen genauso fühlen wie man selber. Aber es ist halt, bringt halt auch was, wenn man dann seine Musik irgendwann postet und die Leute es gut finden. Ja. Das letzte Foto, was ich gemacht habe, ist gerade eben entstanden. Beim Shooting vom Cover von der Glamour. Das sind die beiden Fotografen, die hier fotografiert wurden. Es ist eine Hook, die ich geschrieben habe. Also hier stehen generell, meine Notizen für Songs sind immer übel lang. Also das ist nur für eine Hook. Ich schreibe einfach so alles rauf, was mir einfällt. Und ich habe die Hook geschrieben, Drinks nach 4. Ja, ich übertreibe, bis von mir nichts mehr übrig bleibt. Flaschenboden tief, ich gehe tauchen. Mach voller, das Fass muss überlaufen. Bis zu spät ist noch ewig Zeit, bis zu spät ist noch eine Ewigkeit. Alles dreht sich Neonlights, Party okay, kein 9 to 5. Und da ist tatsächlich meine Lieblingslyrik ist, mach voller, das Fass muss überlaufen. Finde ich cool. Ist mir so eingefallen spontan und das fand ich gut. Doppelreime.de oder auch, was reimt sich auf? Da bin ich immer unterwegs, wenn es um Songwriting geht. Ich liebe diese. Am liebsten mag ich, was reimt sich auf. In meinem Kopf sind nicht so viele Reime drin. Oder manchmal schon, aber dann will ich noch coolere finden und damit kann man mega krass arbeiten. Also daraus besteht eigentlich mein Songwriting. Deswegen schreibe ich auch in Sessions immer mit einem Laptop, wo mich ganz viele immer komisch angucken. Vor allen Dingen so im Hip-Hop-Bereich ist das nicht üblich, dass so Menschen mit ihrem Laptop so wie zur Arbeit ins Studio kommen und den dann so auspacken, sondern die meisten schreiben auf dem Handy, aber ich finde es immer übersichtlicher auf dem Laptop. Ich habe keine Streaming-Apps auf meinem Handy, aus dem Grund, dass ich nicht genügend Speicherplatz besitze. Mein letzter Post auf Insta ist jetzt langweilig, weil ich natürlich gestern ganz viel Promo gemacht habe, aber es ist wieder der Teaser zu dem Video, was heute rausgekommen ist. Ja, Instagram. Weil auf Instagram folgen einem nur Leute, die interessiert an einem sind. Und deswegen bekommt man da nicht so viel Hate-Kommentare und alles wirkt ein bisschen familiärer. Und auf TikTok wird man halt random in den Algorithmus von Menschen gespült, auch von Menschen, die blöd sind manchmal. Und dann schreiben die halt gemeine Kommentare drunter. Aber TikTok ist cooler, weil ich fühle mich da, trotz dieser Kommentare, fühle ich mich manchmal freier als auf Instagram, weil auf Instagram natürlich alles immer sehr ästhetisch sein muss.
ein Profil, was ich empfehlen würde bei Insta. Deutschband Memes. Das ist sehr toll. Oh mein Gott, das ist so lustig. Das ist für mich das neue Betrugo oder so. Wisst ihr, so diese Meme-Seiten, die man so kennt. Was finde ich hier für ein lustiges Meme? Wartet. Ich finde immer sehr lustig die Fotos, wo Jeremias und Provinz als eine Band vorgestellt werden. Was natürlich nicht stimmt, aber es ist so lustig. Oder hier, das ist auch sehr lustig, das sind die Jungs von Discounter. Und dann steht da so Jeremias drüber, weil die halt so ähnlich aussehen. Und ich finde das immer witzig. Naja. Oh mein Gott, ich kann sie nicht abspielen. Ich singe da so unfassbar schief. Wartet. Es geht 22 Sekunden. Ich muss erstmal selber abhören. Ich habe Angst. Ah, das kann ich nicht zeigen. Das kann ich nicht zeigen. Das ist eine Voice-Memo für einen Song, der wahrscheinlich rauskommt bald. Und ich kann es nicht zeigen. Genau. Ich schreibe Songs auf Englisch und bin Songwriterin für so Dance-Tracks und so. Und wenn ich am Klavier bin, dann schreibe ich eigentlich selten gar nicht mehr so für mich, sondern denke mir einfach so coole Toplines aus, wo ich denke, ey, das könnte so ins Ohr gehen. Und das war tatsächlich vor 4 Tagen oder so, wo ich am Klavier saß, was Ewigkeiten her ist, weil ich dafür keine Zeit mehr habe, und so ein bisschen gejammt habe und so mir Melodien ausgedacht habe. Ich schreibe die meisten meiner Songs selbst, aber ich schreibe auch mit anderen Leuten. Aber ich schreibe immer selber an meinen Songs und schreibe auch für andere. Manchmal schreibe ich auch mit meinen Leuten. Man ist viel offener dann im Writing. Das gefällt mir sehr gut, ja. Ich glaube, ich muss gar nicht gucken. Ja, das wird wohl Wildberry Lillet das Musikvideo sein. Das hat, soll ich mal gucken, 8,5 Millionen Aufrufe. Vor 2 Monaten haben wir es rausgebracht. Das ist schon cool. Also meine letzte WhatsApp-Nachricht zeige ich euch jetzt nicht, weil ich habe eine Memo gemacht. Ich habe eine Zahnfleischentzündung gerade. Ich habe gegoogelt und bei mir hat eine Person geschrieben, ob das vielleicht ansteckend sein könnte. Und ich habe gegoogelt, es ist ansteckend. Ja, tut mir leid für die Person. Ich habe ganz, achso, ich will es mal in die Kamera zeigen, aber ich habe unfassbar viele Wecker. Was aus einer, boah, ich weiß nicht, ich rede jetzt hier ganz viel private Sachen. Ich habe sehr viele Wecker, von früh bis spät, ganz viele. Mein normaler Wecker, der immer eingestellt ist, ist auf 9 Uhr. Und jedes Mal muss ich den aber verstellen. Das ist richtig unnötig, ich muss ihn immer auf früher machen, weil ich immer sehr früh aufstehen muss in letzter Zeit, was sehr traurig ist. Von Leon. Hallöchen Nina, ich habe da mal eine Frage an dich. Was machst du, wenn du Lampenfieber hast? Wenn man Lampenfieber hat, ich weiß es nicht. Ich glaube, man muss da einfach durch. Ich versuche immer zu atmen, um mich darauf zu konzentrieren. Und mein Manager kommt immer vor Auftritten und dann später mit mir Daumen drücken, wenn ich zu aufgeregt bin. Das hilft mir auch. Ich beantworte DMs recht selten. So, heute hat mir einer den 100. Tag mir geschrieben. Tag 100, bis die beste Sängerin mir antwortet und mit mir einen Kaffee trinken geht. Und da dachte ich, Mann, es ist Tag 100. Zur Feier des Tages muss ich diesem armen Mann jetzt antworten. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass ich keinen Kaffee mit ihm trinken gehe, aber ihm jetzt geantwortet habe und ich hoffe, dass das reicht. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war ein Freestyle. Und hier könnt ihr noch das Style-Tagebuch mit mir anschauen. Soll ich jetzt rausgehen auch wieder?